So sieht sie aus, die neue Lkw-Waage. Berufskraftfahrer Rainer Jansen muss langsam und gleichmäßig über diese Matten fahren. Sensoren messen das Gewicht auf jeder Achse. Lkw und Fahrer dürfen gemeinsam nicht mehr als 40 Tonnen wiegen. Gewichtskontrolle für Brummis. Erlebt habe ich es selber so noch nicht, aber Polizeikontrollen sind an der Tagesordnung. Glauben Sie denn, Sie könnten zu schwer sein oder Ihr Lkw? Definitiv nein. Weil ich bin gerade hier in Krefeld geladen worden und dann wird da selber gewogen. Und die achten natürlich auch peinlichst genau darauf, dass man nicht zu viel hat. Denn Rainer Jansen fährt einen Gefahrguttransporter. Jedes Kilo zu viel ein Sicherheitsrisiko. Der Bremsweg würde entsprechend länger. Was ist da drin? Das ist Salpetersäure, eine hochkonzentrierte Säure. Ein bisschen auf dem Finger, wenn es anfängt zu jucken, ist es zu spät. Ja. Hat man das immer im Kopf, wenn man da so in so einem Führerhäuschen sitzt? Sollte man, ja. Außerdem gilt, zu viel Gewicht gleich größere Straßenschäden. Gerade bei den maroden Brücken in Nordrhein-Westfalen ein großes Thema. Am Computer werden die Gewichtsmessungen ausgewertet. Unterdessen überprüft Udo Sobol einen Lkw-Fahrer, der aus Polen kommt. Wir kontrollieren jetzt sämtliche Geschwindigkeitsverstöße, die mit diesem Lkw begangen wurden. Er sagt mir gerade, der Fahrer, da er ausschließlich oder fast ausschließlich mit dem Fahrzeug fährt, hier sind alle Geschwindigkeiten drauf, die schneller als 90 waren. Der Lkw speichert die Daten über Jahre. Auch ob der Fahrer oft genug Pause gemacht hat. Ja, alles gut. Ja. Diese Firma ist gut. Gute Firma. Ja. Keine Probleme. Ob das wirklich so ist? Die Fahrerkarte wird im Polizeibulli ausgewertet. Die roten Bereiche sind die Fahrzeiten, die blauen die Pausen. Manchmal knapp, aber kommt hin, ne? Ja. Verstehst du mich? Ja. Ich spreche nicht so gut Polnisch. Ah. Ne? Alles klar. Gute Fahrt. Alles. Ciao. Danke. Bitte. Alles ciao. Gut? Ja, alles gut. Super. Auch die Geschwindigkeitsverstöße sind alle schon so alt, dass sie nicht mehr geahndet werden. Zurück zur Brummi-Waage. Der Lkw von Rainer Jansen ist exakt 37.750 Kilogramm schwer, also voll im Normalbereich. Er darf weiterfahren. Die Bilanz der heutigen Kontrollen erfreulich harmlos. Die meisten Lkw-Fahrer haben sich an die Verkehrsregeln gehalten oder nur geringfügig dagegen verstoßen.